Einen wunderschönen guten Abend, Alan Wake. Wir machen weiter. Fortfahren. Schon geht's los. Spätabends. Ich war in einer Talkshow. Initiation One. Ich hatte die Kontrolle verloren. Ich brauchte kein weiteres Verbrecherbild in den Boulevardblättern. War ich bereits in der Show gewesen? War das eine Aufzeichnung? Erstmal müssen checken, was hier los ist. Sicky Jackson! Was geht, Alter? Ey, du hast am Sonntag vergessen, einen Sub dazulassen. Ich wollte es mal erwähnen. Aber weißt ja, ich zock nur noch mit Leuten, die einen Sub dagelassen haben. Sonst alles klar bei dir? Ein herzliches Willkommen. Alan Wake. Wow! Ha! Schön, Sie zu sehen, Alan. Willkommen zurück in der Show. Kommen Sie, kommen Sie. Setzen Sie sich. Ja. Yeah. Oh, Mann. Immer wieder schön, Sie zu sehen, Alan. Muss eine aufregende Zeit für Sie sein. Sagen Sie... Der Schauspieler ist auch in jedem Remedy-Spiel dabei, ne? Was soll... langweilig werden? Neues Buch rauszubringen. Alles okay? Sie sehen so aus, als hätten Sie sich lauter machen. Zu lange im Writers Room eingeschlossen. Ja, aber genauso fühle ich mich auch. Wissen Sie, ich habe so lange gewartet, die Fortsetzung von Departure in die Finger zu kriegen. Das offene Ende war gemein. Wir alle wollen wissen, was das ist kein See, es ist ein Ozean, wirklich bedeutet. Wüsste ich auch gern. Nun, das Warten hat ein Ende. Ihr neues Buch, Initiation, ist ab morgen erhältlich. Was? Das ist genau die Frage, die sich jeder Leser... Zahn-OP. Oh, wie assi. Was haben sie gemacht? Weisheitsszene. Würden Sie es beschreiben? Ein autofiktionales Gedanken. Boah, das ist ja übel. Eine Horrorgeschichte? Eine postmoderne Detektivgeschichte? Sekunde. Gibt nichts Schlimmeres wie Zahnarzt, ey. Ich bin Angstpatient. So ein bescheidener Mensch. Okay, ich bin reingefallen. Guter Witz, wirklich witzig. Aber ja, ich muss gestehen, ich hab das nicht geschrieben. Ich, ansonsten würde ich mich ja dran erinnern. Moin, Toffel! Einen wunderschönen guten Abend. Vielleicht hat das ja ihr böses Double geschrieben. Auch ein Zahn war abgebrochen. Ich bin... Ah, super gespielt, Mann. Oh, fuck, Alter. Ich hoffe, du hast einen guten Zahnarzt. Ansonsten empfehle ich dir in Hasloch den Dr. Frank. Der ist spezialisiert auf Angstpatienten. So geil. So geil. Da bist du in guten Händen. Albtraum fest und versucht verzweifelt, das Manuskript eines Romans zu finden, von dem er vergessen hat, dass er ihn geschrieben hat. Die Geschichte spielt in New York, aber... vielleicht ist es eine ganz andere Stadt. Weggebeamt. Muss ja was mitgeben lassen von dem Zeug fürs Wochenende. Geil. Teilen, teilen, ich will auch. Übrigens, Sicky Jackson, Toffel, der jetzt im Chat da ist, der hat schon gesubbt. Du nicht. Ich sag halt nur. Ich fand das Konzept der Realitätsstruktur in ihrem Buch faszinierend. Sie erinnerte mich an Matrix. Der Schriftsteller ist physisch im Writers Room gefangen. Sub, abonnieren. Er projiziert sich durch die Geschichte, die er schreibt. In diesen, du hast ja bestimmt Amazon Prime, ne? Da kannst du kostenlos sogar subben, dann kostet das nichts. Kannst es aber auch auf normale Art machen, dann muss halt was bezahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel für einen Monat. Was ist das, 4 Euro, 5 Euro? Keine Ahnung. Notizen für
den anderen Alan Wake in seinem Zimmer, während wir hier sprechen. Oh! Das ist aber sehr nett von dir, Toffel. Das ist nett. Cenk bedankt dich bei dem lieben Andy. Der hat dir gerade einen Sub geschenkt. Und Andy, Toffel, der Alert hat funktioniert. Endlich mal. Ein Buch namens Return vielleicht. Mashallah. Ja, jetzt wo du auch ein Sub hast, siehst du keine Werbung. Da läuft nämlich gerade Werbung. Das ist doch nett. Guck mal an. Jetzt können wir ETS spielen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das nochmal spiele, ehrlich gesagt. Ich würde es nochmal installieren. Hallo? Vielleicht auch das Lenkrad nochmal dran basteln. Ich drehe durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich musste noch. Aber mal gucken, da brauche ich noch ein bisschen Zeit. So. Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Kann ich was spielen? Old Gods of Asgard. Jawollo. Ja, ich hoffe, du bist schon weit, Siggy Jackson, bei ETS. Weil ich bin weit. Ich habe schnelle Fahrzeuge. Und eine große Firma mit einigen Angestellten. Wenn ich mich recht entsinne. Also es ist wirklich schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich habe ja auch viele verschiedene Truck-Simulatoren gespielt. Also könnte ich da auch durcheinander kommen. Na, hier ist nix. Okay. So weit bist du nicht? Ah ja, gut. Fahren wir gemütlich. Extra Lenkrad gekauft? Was hast du für eins geholt? Nein, nicht meine Daten löschen, Tuffel. Da stecken schon ein paar Stunden drin. Oh, du fährst nackt. Das wäre doch was. Mashallah. Mashallah. Ich fahre immer nackt, damit ich einen Schalthebel habe. Ich habe nämlich einen Automatik-LKW. Da brauche ich einen Schalthebel in der Hand. Hier ist nichts zu holen, ne? Balkan-DLC. Ach du Scheiße. Ab auf die, wie heißt sie, Bosporusbrücke. Was zum Teufel war das für ein Interview? Eine Art Witz? Initiation? Ich habe mir ein Buch namens Initiation geschrieben. Fühlte sich wie ein Albtraum an. Du denkst, dass ich angezogen war, Teufel. Das denkst du, aber vielleicht war ich es gar nicht. Das Exit, da wollen wir erstmal nicht hin. Was ist hier wieder für ein abgefahrener Fiebertraum? Alles klar, Siggy Jackson, ich drück dir die Daumen. Kannst du ein Foto schicken, wenn es eine geile Wurst wird? Hau rein. Der Name klingt vertraut. Ja, da steht auch auf dem Schlagzeug. Da haben wir nur eben gelesen. Ah ja, Neighbors of the Beast. Das wohnen nämlich 666. Cool, die Gitarre hat einen Sound gemacht, wo es umgefallen ist. Okay, hier ist nichts zu holen. Gehen wir mal weiter. Maximale Erfolge. Ich war am Ende. Ich hatte noch nie von dieser Talkshow oder Mr. Door gehört. Nicht schien richtig. Verlor ich meinen Verstand? Oh, my interpretation of many worlds. Von Dr. Caspar Darling. Meine Interpretation von viele Worte. Wer hat denn das übersetzt? Da steht doch many worlds.
ne? Meine Interpretation von vielen Welten. Heieiei. You had one job. Das ist echt schlimm heutzutage, oder? Das wird alles so Larifari gemacht. Nicht mehr gegengelesen, egal ob es Zeitungsartikel sind oder Spielübersetzungen. Oh, fuck. Braucht man einen Code. Vielleicht 665. Hallo. 665. Bin ich eine geile Sau? Dann geben die beigen Sitz aus. Genau. Das ist Tarnmodus. Zufall? Man weiß es nicht. Man munkelt es nur. Ist hier irgendwas? Nein. Da war irgendwas. Eine kaputte Übertragung, die ich nicht ganz ausmachen konnte. Was war das? Ist doch aus. Eine Nachricht. Unmöglich zu sagen. Nobody knows the trouble I've seen. Oh, nicht singen, sonst kriege ich noch einen Claim. Ich mag ja so abgefahrene, ja, ich sag mal Traumsequenzen. Das ist schon was Geiles. Weil es wird meistens ziemlich konfus. Speziell bei Remedy. Hat sich Sicky Jackson eigentlich bedankt bei dir? Nee, ne? Eieiei. Warte ab, wenn der auf die Arbeit kommt. Stell ich gleich mal ein Bein. Irgendetwas war mit mir im Studio. Ich muss oder krieg ich eine Ohrfeige auf seinen operierten Zahn? Mein Controller geht wieder nicht. Achso, du meinst wegen Vibration. Ich habe ihn tatsächlich abgeklemmt. Ich habe das Kabel unten gebraucht, um die anderen Controller zu laden an der anderen Xbox. Oh, die Musik wird lauter. Mal, können wir hier irgendwas looten? Hoppala. Open up. Ach so, der Controller. Ah. Alter, ich verstehe das nicht. Warte mal, bei Owned? Nee, aber wenn die anderen Sachen gehen, dann muss ich mich auch nicht neu connecten. Aber komisch, ne? Dass die Subs jetzt gehen. Und wie war das denn? Ich war auf einer Statistik. Ja genau, bei Stream Elements auf der Stream-Statistik. Da ist dein Sub nicht aufgeführt. Und Mavericks Sub ist auch nicht aufgeführt. Ne, also aktuell habe ich jetzt 4. Das Ding zeigt mir nur 2 an. Also irgendwas ist da ganz merkwürdig im Moment. Nee, nicht bei Stream Elements, bei Tippy. Tippy Stream, das ist da, wo ich die Alerts mache. Als ich aus dem Albtraum erwachte, ich nach Luft Red wie Room. Trinkender. Na, welcher Film? Fühlte sich vertraut an. Dann erinnerte ich mich wieder oder auch daran, Buch, wie lange ich hier geschrieben hatte. Shining. Wie Jack Nicholson an seiner Schreibmaschine hockt im Hotel und schreibt ewig viele Seiten voll mit Red Room, Red Room, was rückwärts ist für Mörder, also Mord. Eine Handlungstafel zur Planung einer Geschichte. Ha. Auf den Karteikarten stand der Albtraum, den ich erlebt hatte. Eine Zusammenfassung der Geschichte, aber auch andere Notizen, Warnungen. Ich hatte sie verfasst. Ich konnte mich nicht an ihre Bedeutung erinnern. Der Name Scratch machte mir Angst. Scratch. Ich konnte den Worten vertrauen. Ich musste sie befolgen. Itchy und Scratchy.
Oh, ist das jetzt genau so ein... so ein Fuck? Gut. Okay, dann... sollten wir mal... weitergehen. Ich konnte nicht gehen. Das war nicht der Ausweg. Ne? Ich musste mehr schreiben. Ja, dann setz dich hin und schreib. Oh, hier kann er nicht rennen in dem Raum. Also wer Teil 1 nicht kennt, das ist ein Haus am See auf so einer kleinen Insel. Oder Halbinsel, wie sagt man das? An einem Jadebusen. Im Dachgeschoss. Da hat er seinen ersten Roman geschrieben. Also Teil 1. Nicht der erste Roman. Den Roman aus Teil 1. Ich konnte mich nicht erinnern. Aber was ich wusste nicht mehr viel. Dass ich meine Gedanken und Ideen an diesem dunklen Ort manifestieren konnte. Ich nutzte meine Texte, um aus diesem Raum zu entkommen. Wie ein Tiefseetaucher immer tiefer gehen, um einen Ausweg aus diesem Gefängnis zu finden. Ja, genau, Jadebusen am Bremer Hafen oben. Haben wir eine Schule gelernt, so die ganze Küste. Damals auf Borkum in der Schule. Genauso wie die Anfangsbuchstaben der ostfriesischen Insel in umgekehrter Reihenfolge den Satz ergeben: Welcher Seemann liegt bei Nanny im Bett? Ja, was war das? Borkum, Jüst, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog, Wangeoog. Sein Gesicht geliehen hat. Und wir haben auch Alan Wake hier, den Bestsellerautor, dessen Bücher, den Filmen als Vorlage dienen. Legen wir los! Finde einen Ausweg aus dem Studio. Oh, wie ist denn hier die Spiegelqualität? Ja. Die Firma, wo die Spiegel herstellt, sollte nochmal drüber nachdenken. Aber das ist geil. Ne, wie sich der Fernseher da drin spiegelt. Das, liebe Freunde, nennt sich Raytracing. Ja, kann ich hier nicht direkt abhauen, bevor ich da wieder in der Sendung hock? Nee. Dorn ist dicht. Willkommen zurück zu unserer Show. Also, Alan. Oh, Sam Lake ist auch da. Dieser Figur, was halten Sie davon? Wie bitte? Oh, die Frage ist vielleicht ein wenig unangenehm, da er direkt neben Ihnen sitzt, aber was halten Sie von ihm in der Rolle des Casey? Haben Sie ihn sich so vorgestellt? Ist alt geworden, ne? Er sieht exakt so aus, wie ich mir Casey immer vorgestellt habe. Es ist unheimlich. Danke. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich bin ein großer Fan Ihrer Bücher. Und, ach, ich wollte die Filmkörnung mal rausmachen. Sie haben bei mehr als einer Gelegenheit vielleicht klappt dann die Kompression im Schnittprogramm besser. Das ist es nicht. Sie sind, weil die sehen so verwaschen aus auf YouTube. Sie haben Entscheidungen getroffen. Mir liegen meine Geschichten sehr am Herzen und die Adaption. Ich weiß nicht. Ich denke, es wäre schön gewesen, wenn man mich mehr involviert hätte. Aber in dem Fall hätten Sie das hier nicht gesehen. Wir haben einen Ausschnitt aus dem neuesten Film Murder Case Casey. Sollen wir ihn abspielen oder wollen Sie erst was sagen, Sam? Nein, spielen Sie ihn ab. Diese Stadt war eine Narbe, die nicht verheilen wollte. Der Regen brachte sie zum Eitern. Sie brauchte die Sonne, aber es gab nur Dunkelheit. Ich war müde. Die Schlaflosigkeit umhüllte mich wie eine Plastikfolie. Ich beobachtete die Welt durch ein regennasses Fenster, in dem mein Spiegelbild die Aussicht verklärte. Ich habe versucht, den vermissten Schriftsteller zu finden. Mein einziger Anhaltspunkt für dieses verkommene
Mysterium war eine Tischlampe in Form eines Engels. Mhm. Woo! Einfach super. Murder Case Casey. Gute Arbeit, Sam. Sehr spannend. Und auch sehr meta. Wir freuen uns schon mehr zu sehen. Moment, stopp. Was war das mit dem Schriftsteller? Und der Lampe? Da ist er wieder. So, was für eine Lampe. Und was für ein Tisch in Engelsform. Schon mal nicht der. Okay. Hier war gar kein Tisch, ne? Und auch keine Lampe. Oder? Nein. Hier? Das ist derselbe Ausgang? Jawollo. Okay. Hier ist immer noch zu. Dann... gehen wir mal gucken. Wie er so vorsichtig die Tür aufmacht, als könnte da was sein, wo er sich erschrecken könnte. Fünf, sechs, fünf. Okay. 565 scheint der neue Code zu sein. Bin aber auch ein schlauer Vogel, ne? Ist das wieder das gleiche hier? Ja. Und? Viele Worte. Mm-mm. This is not correct. Die Lampe. Hoppala. Nein. Die Lampe? Nein. Die Lampe? Nein. Okay. 656 oder 565? Okay. 5, 6, 5. Okay. Die Lampe? Wir gucken noch mal kurz, ob der Fernseher noch mal angeht. Nope. Hier ist aber auch kein Tisch in Engelsform, ne? Was ist mit der Lampe? Nichts. Da ist auch nichts. Okay. Das ist auch nichts. So, da sind wir eben durch. Geht's denn hier weiter? Das ist die Frage. Nein. Frisch gewischt. Verdammt. Oh ja, da ist ein Schild. Kann man ausrutschen? Nein, schade. Wet Floor. Ich glaube, das ist der Titel von einem Porno, den ich mal gesehen habe. Wet Floor. Wenn ich Pornos gucken würde. Ich gucke ja keine. Nein. Ich bin ja schon erwachsen. Ich bin schon groß. Das freakt mich schon ein bisschen out, ne? Dass das hier so immer lauter wird. Laberkopf. Ja, Mann. Oh, ich bin in der Cafeteria. Wer summt da? Oh, ist das freaky. Freak out.
Kann man die aufmachen? Nur so als Fluchtweg mal. Nee, nee, bleib drin. Jawoll, okay. Gibt's hier was? Nope. Oh, das ist eine Map. Hausmeister ist hier am... Ich will mir es gar nicht ausmalen, was er da macht. So ganz alleine in seinem Kämmerchen. Wash your hands. Ich glaube, das war auch ein Titel von einem, von so einem Film, wo ich mal gesehen habe. Wash your hands. Ach so, wir wollten doch mal hier die Filmkörnung ausmachen. Vielleicht klappt es dann besser mit dem Videoschneiden. Na, da ist nichts. Okay. Dann gehen wir mal gucken, was der Hausmeister hier so treibt. Hallo. Ah, da bist du ja, Tom. Bei so viel Bösem muss es ja auch ein wenig Gutes geben. Das eine existiert nicht ohne das andere. Schön, dich zu sehen. Na, dann reden wir doch mal. Hey, ich finde den Weg nach draußen nicht. Können Sie mir den Ausgang zeigen? Kannst deinen Arsch drauf verwetten. Natürlich, Tom. Das Werk wird seinen Schöpfer leiten. Ich wollte etwas aus dem Keller für dich holen, aber jetzt kannst du es selbst tun. Viele Köche verderben den Brei. Keller ist nie gut. Was soll ich aus dem Keller holen? Und mein Name ist Alan, nicht Tom. Ja, aber ein Mann mit einem Werkzeug zählt für zwei, Tom. Nicht wahr? Und ein Mann mit Werkzeug kann seinen eigenen Ausgang bauen. Es liegt in einem Schuhkarton im Keller, wo du es zurückgelassen hast. Sicher wie in den Taschen des Herrn. Er hat aber auch sein rollendes R dabei, ne? Kennen wir uns? Sind Sie auch am dunklen Ort gefangen? Sie erinnern sich an Arti, den Hausmeister. Man kann sich nicht verlaufen, wenn es einem Arti, egal ist, Diti. Wohin man geht. Also, keine Sorge, Tom. Die Sonne durchdringt auch einen Haufen Zweige. Aber vergiss nicht, das Licht einzuschalten. Es wird nicht lange dauern, wenn du an die Arbeit gehst. Ich versuche, dem dunklen Ort zu entkommen. Irgendwelche Vorschläge? Wer über seine Probleme jammert, wird fest von ihnen umklammert. Ist nicht einfach, rauszukommen. Rauszukommen. Sorge, Tom, die Heimat ist, wo das Herz ist. Ich denke oft darüber nach, wenn ich den Boden wische und in eine Pfütze starre. Alter. Wasser ist das Gedächtnis der Welt. Rollende R nervt aber schon. Es findet immer einen Weg. Der Hausmeister war da draußen. Immerhin ein freundliches Gesicht. Aber ich musste darauf bauen, durch den Keller von hier verschwinden zu können. Freundliches Gesicht? Was kennst du sonst für Leute? Alter, der sieht voll freaky aus. Stage? Das ist nicht der Keller. Das sieht nach Keller aus. Sind wir dahergekommen? Das sieht anders aus. Ah, da geht's zum Keller. Dann gehen wir erstmal hier gucken, ob wir da noch was finden. Hä? Okay, da kamen wir her. Da ist zu. Jetzt ist offen.
Ach so. Uiuiui, okay. Wir kommen der Sache schon näher. Ah, ja. Okay, okay, verstehe. Also mit dem grünen Licht könnte es jetzt auch ein Ausschnitt von Matrix sein. Neo, the Matrix has you. Follow the White Rabbit. White Rabbit übrigens ein sehr geiler Song von Jefferson Airplane. Hießen die da schon so? Ich glaube schon. Unbedingt mal reinhören, der Text ist mega geil. Da geht es darum, die Geschichte von Alice im Wunderland. Und wenn man mal drüber nachdenkt, klingt das ja dann doch schon wie so ein Drogenrausch. Und davon handelt der Text. Na, wenn Alice im Wunderland einfach nur ein Drogentrip wäre. Was ist das für ein Zeichen? Heißt das, ich soll da hin oder... Or what? Oh. Ein Schweinekopf. Wieso hat er keine Taschenlampe? Pizza. Das ist aber keine Pizza. Barbecue Beef Chips. Ah ja. Why not? Okay. Eine alte Lampe in einem Schuhkarton. Hatte der Hausmeister sie für mich zurückgelassen? Es könnte eine Lampe sein. Es könnte aber auch ein Spielzeug sein. Mehr sage ich mal nicht dazu. Oh nee, das würde wehtun. Das würde wehtun. Die Lampe schien bedeutend. Ein Werkzeug zum Erhellen der Dunkelheit. Gut, muss ja nicht ganz rein, ne? Widerhaken, genau. Oh, wow, 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 wow. Stell dir vor. Ach du Scheiße. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ach du Scheiße. Ah. Verwende die Engelslampe, um neue Wege zu offenbaren. Da müssen wir erstmal ins Dunkel, oder? Ne, hier soll ich es machen. Wow! Als das Licht in meine Lampe sprang, veränderte sich der ganze Raum. Wie ein Ort in einem Traum. Und ein Weg öffnete sich. Die Lampe surrte, die Glühbirne glühte. Diesmal behielt sie das Licht. Vielleicht könnte ich das Licht erneut verändern, um einen Ausweg zu erschaffen. Ja, hab ich doch hier jetzt. Anybody there? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ist sie jetzt offen? Nee. Aber vielleicht... Ich will nur mal gucken. Nee. Okay. Und hier geht's jetzt nicht mehr weiter, ne? Ist schon dunkel. Nee, okay. Ich spürte eine weitere Woge der Lampe. Ich konnte sie erneut benutzen. Aha. Das Leuchten meiner Lampe wurde zum Licht im Raum. Das Licht hat etwas Neues aus der Dunkelheit gelöst. Okay. Ja, ich soll ja hier die Lampe nur benutzen, ne? Laut F. Ach so, ja, okay. Keine echte Tür. Dann
Was ist das abgefahren? Mal gucken, ob hier was rumliegt. Aber ich glaube nicht. Naja. Gehen wir mal die Tür raus. Ah. Werbung. Ich kriege dann da unten Benachrichtigungen. Da muss ich mal gucken, was das ist. Weil das ist ja neu für mich. Also Werbung läuft noch 1:10 und dann wieder in 32 Minuten. Kann ich die hier wieder anmachen? Was passiert dann? Zum Glück bin ich da nicht runtergefallen. Oder so. Okay. Achso, ich kann die Lampe dann aber nur benutzen an bestimmten Orten. Nicht überall. Nur wenn die mir unten angezeigt wird. Keine Ladung. Wie, keine Ladung? Muss ich die Lampe irgendwie aufladen? Im Licht? Nein. Warte mal, hier habe ich sie gerade benutzt. Jetzt ist er an. Okay. Dann gehen wir noch mal gucken. Aha. Der dunkle Ort will mich ertränken. Junge. Ich verliere mich. Ich muss Was kämpfen. Ist hier denn los? Der Klicker. Der Lichtschalter. Ich habe ihn verloren. Aber ich habe die Lampe. Die Lampe, von der Schalter stammt. Dieser Ort ist ein Albtraum. Nicht real und doch realer als alles andere. Der Schrecken ist Dann geh doch zu Netto. Er labt sich an meinem Verstand. Verwandelt alles in eine psychotische Realität. Ich bin gefangen. Ich schreibe, um zu entkommen. Ich habe es schon viele Male versucht. Unzählige Geschichten geschrieben. Zu viele, um sie zu zählen. Ich versage immer wieder, aber ich muss es immer wieder versuchen. Ich nutze die Geschichte, um weiter vorzudringen. Jedes Wort ist ein weiterer Schritt in die Dunkelheit. Ich tauche zum Kommen, um die Antwort zu finden. Die Karte, den Kompass und den Schlüssel für die Tür zu meiner Freiheit. Aber wie öffnet man eine Tür, die keine ist? Am Grund eines Meeres, das kein Meer ist. In einem See, der kein See ist. Das ist aber freaky. War es schon Kapitelende? Ja, dann müssen wir noch ein Kapitel machen. Pass auf. Dann mach mal den Abspann und ich ändere hier. Achso. Dazu müssen wir natürlich wissen, was für ein Kapitel jetzt kommt. Aber ein geiler Psychotrip wieder. Fand ich bei Max Payne schon geil damals. Diese abgefahrenen Träume von Sam Lake.
total geil. Also Albträume halt, ne? Aber geil gemacht. Wie war das? Seine Frau und seine kleine Tochter sind getötet worden, ne? Und davon hat er immer wieder geträumt, in total abgefahrenen Szenen, wo er einfach durch einen dunklen Raum läuft, also man selbst läuft durch einen dunklen Raum und es erscheinen immer wieder Bodenplatten, damit man weiß, wo man hingehen muss. Man muss ganz vorsichtig sein, hört überall Schreie, so. War das schon Surround? Ich glaube nicht. Geiles Spiel, oder geile Spiele, die ersten beiden.